Die Volnis, Auswanderung in die Türkei auf Eis gelegt? Für die Volnis sollte es ein Neuanfang werden, zumindest für einen großen Teil. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass sich Silvia Volny einen großen Traum erfüllt und zusammen mit ihrem Liebsten Harald Elsenbast und einigen ihrer Kinder für ein Jahr auf Probe in die Türkei auswandern wird. Gesagt, getan, neue Unterkünfte waren in dem beliebten Urlaubsland schnell gefunden und so zog es Silvia Volny, Sarafina Volny und Co. vor einiger Zeit in die Türkei, wobei sie sich unter anderem von TV-Kameras begleiten ließen. Doch seit kurzem ist Deutschlands bekannteste Großfamilie zurück in Deutschland. Ist der Traum von der Auswanderung nun doch gescheitert? Silvia Volny, wegen Harald Elsenbast zurück in Deutschland. Die Antwort lautet, nein. Bei Instagram meldete sich Familienoberhaupt Silvia Volny nun in einem Video selbst zu Wort und sprach darin unter anderem über den wahren Grund dafür, dass sie und ihre Familie derzeit wieder in ihrer Heimat sind. Wir sind jetzt seit ein paar Tagen wieder in Deutschland. Wir mussten leider wieder hier runterkommen, weil ihr ja bestimmt mitbekommen habt, dass Haralds Mama verstorben ist und sie wird nächste Woche beerdigt und da sind wir schon ein bisschen früher gekommen. So die 57-Jährige. Tatsächlich hatte Silvias Partner Harald Elsenbast kürzlich mit bewegenden Worten verkündet, dass seine Mama gestorben ist. Ein schwerer Verlust für den 61-Jährigen, aber auch für die restlichen Volnis. Trotz allem steht für die 57-Jährige fest, dass sie zurück in die Türkei möchte, und zwar nicht alleine. Wir haben hier noch einiges an Arbeit, bevor wir wieder rübergehen in die Türkei. Wir werden in nächster Zeit auf jeden Fall wieder rübergehen, weil es uns da sehr gut gefällt. Und ein großer Teil der Familie auch. Und eine Überraschung der Familie kommt auch noch mit. Lasst euch überraschen. Was Silvia Volny damit meint. Gut möglich, dass es um das bisher noch gut gehütete Geheimnis geht, welche ihrer Töchter neben Loredana Volny ebenfalls schwanger ist. Es bleibt also spannend bei den Volnys.